Hallo, ihr Hübschen. Ich habe den Herbstkatalog von Schirner Verlag. Also die Herbstmesse ist leider schon vorbei. Die war vom 19. und bis zum 21. Oktober. Da war ich auch. Und hier gibt es halt viele, viele schöne Sachen. Bücher und Autoren und auch sowieso die Bücher von den Autoren. Informationen dazu. Auch Räucherstäbchen, wenn ihr was bestellen wollt. Ne? Also, und noch andere schöne Sachen. Also eigentlich, also genauso wie Schmuck. Ne? Guck mal hier, gibt's auch in dem Buchverlag vom Schirner Verlag zum Bestellen nach Hause. Oder man kann auch im Buchhandel nach Darmstadt fahren und, oder wenn man da wohnt, ne, kannst du vorbeigehen. Und dir das dann. Dieses hier übrigens habe ich mir letztens sogar gekauft. Wenn ich mich nicht irre, doch, oder sicher. Das habe ich jetzt auch irgendwo. Ist auch zu empfehlen. Also ich liebe das ja sowieso. Ich meine jetzt hier Heilsteine, Edelsteine. Ne? So viel dazu. Und in meine Flasche hier ist auch ein Edelstein. Ich überlege gerade welcher. Also es ist der weiße Bernstein, wenn ich mich nicht irre. Ja, da trinke ich halt auch aus, ne? Ja. Was wollte ich noch sagen? Ich habe ein paar von den Katalogen mitgehen lassen. So einen kleinen Stapel und habe jetzt auch schon einige verteilt. Also 8 Leute habe ich schon glücklich gemacht mit diesem Katalog. Weil es erstens so schön ist und ich denke mal, dass sich der eine oder andere auch demnächst auch raus etwas bestellen wird. Ne? Also ich meine, die das jetzt haben. Und einer hat gesagt, cool, ich sammle sowieso gerade für mein Wunschliste, wie auch immer. Und da kann man auch einiges rausschneiden und dann auch was basteln, wenn man möchte. Aber man kann es auch so lassen und weitergeben. Um, dass jemand vielleicht irgendein Büchlein kauft, ne? Von diesen schönen Sachen. Übrigens, dieses Büchlein habe ich auch. Bin ja noch dabei zum Lesen. Ich gebe es zu. War da nicht weitergekommen, weil ich hatte ja, oder nicht hatte, sondern bin ja umgezogen, wie die einen oder anderen wissen. Auch die Autorin weiß Bescheid, ne? Ich bin umgezogen. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich dann wieder mal in Darmstadt bin, Leute, werde ich den Buchhandel wieder besuchen, weil ich wollte mich ja auch dieses Jahr im März schon, oder wann war das, die Frühlingsmesse, in der Frühlingsmesse wollte ich mich, da hatte ich nämlich die Chance, an einen schönen Samstagtag auch den Schirner Verlag Buchhandel zu besuchen. Ich wollte mich einsperren lassen, Leute, mein Gott, ne. Weil das so schön ist, Leute. Das sieht ja auch schon so schön aus. So, ne? Ich meine, dieses Hallo, dieses Ganze, ne? Leute, das ist so schön aufgemacht, das geht gar nicht. Da kann man gar nicht genug kriegen und da drauf gucken. Und natürlich auch dann Bücher kaufen, lesen. Kaufen und lesen, meine ich. Ne? So viel dazu. Ja, auf jeden Fall ist da einiges drin und genauso wie die Traumfänger. Oh yeah, ich liebe Traumfänger. Ne? Ich liebe Traumfänger, habe ich auch. Habe ich noch gar nicht aufgehangen. Tut mir leid. Fällt mir gerade so ein. Also es ist gut, dass ich das hier so in der Hand habe und an so ein paar Sachen dran denke. Kann ich mir gleich mal so meine To-Do-Liste machen oder überhaupt eine Liste, was ich noch zu tun habe in meiner Wohnung, um das halt hier so schön zu verschöneren oder wie auch immer. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Katalog von dem Schirner Verlag. Könnt ihr über den Schirner Verlag bestellen, den Katalog, oder auch auf der Webseite nach den Büchern gucken und darüber bestellen. Ich wollte gerade mal gucken, dass ich die falsche... Webadresse durchgebe. Also, das ist die. Verlinke ich mal, ne? Schirner.com. Ich hatte nämlich schirnerverlag.de gemacht mal. Da kommst du nicht drauf, ne? Also, die haben auf jeden Fall .com. Und das ist der Schirner-Katalog.
Für den Herbst noch, also ihr müsst euch beeilen, bald ist es vergriffen, dieses Herbstkataloglein. Weil dann kommt der Frühling wieder und dann gibt es wieder einen neuen. Ich glaube, im Sommer gab es auch einen, ne? Naja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen und viel Spaß dabei. Ciao!